So, hallo Internet, hi. Es ist Donnerstag und der Christian, der ist hart am Arbeiten und deswegen habe ich Zeit, um noch ein bisschen zu spielen. Und nachdem wir uns beim vorletzten Mal angeschaut haben, was eigentlich aus Moorhuhn geworden ist, dachte ich mir auf Anregung von Zuschauern, dass wir uns heute mal ja, das Gesamtwerk Yeti Sports anschauen könnten. Insgesamt sind es über 10 Spiele. Ich würde sagen, vielleicht können wir mal die ersten 2, 3, 4 Stück anschauen. Frage: Kennt jemand von euch überhaupt noch Yeti Sports? Das ist aus dem Jahr 2004. Und das ist ganz schön lange her, wenn man es überlegt. Also 2004, naja, 21, nee. Sag mal, wir haben 2023, das heißt 19 Jahre. Und ich kann mich erinnern, 2004 war ich 24, das war so eine Zeit, wo ich da echt auch einiges an Zeit, ich möchte das nicht sagen, verplempert habe, aber definitiv investiert habe. Und da ist jemand im Chat. Hi, grüß dich. Merakain, danke, es war dein Link, der mich so weit gebracht hat, dass ich spielen kann. Und Retrogenator, Servus, ja. Viel Spaß hier. Okay, ich habe mal ein bisschen geschaut. Man kann nicht Retro Sports, sondern Yeti Sports an verschiedenen Stellen im Internet finden. Und ich habe da mal ein paar Links. Die packe ich mal hier in den Browser. Nee, nicht in Browser, in Chat rein. Es gibt eine Tribute-Seite, die heißt yetisports.org. Und da sind die ganzen einzelnen Spiele verlinkt als Flash. Es gibt hier auch, also weiß nicht, kennt man heute noch Flash? Hat jemand noch irgendwie standardmäßig heute Flash am Start auf dem Rechner? Ich hoffe es nicht. Es ist hier allerdings auch verlinkt, Yeti Sports im Apple App Store und bei Google Play. Habe ich ehrlich gesagt das nicht geschaut, ob das funktioniert. Wenn ihr ein Android-Handy habt oder ein iPhone, könnt ihr mal schauen, ob das geht. Es gibt auf jeden Fall diese eingebetteten ja, Flash-Games. Und mein Rechner spielt Flash seit, ey, keine Ahnung, roundabout 10 Jahren einfach nicht mehr ab. Und das ist auch eine gute Sache, denn Flash war definitiv ein ganz großes Einfallstor für alle mögliche Malware. Und aus dem Grund war es damals, glaube ich, echt eine gute Idee von Adobe, dass man sich entschieden hat, Flash einfach abzuschalten. Und ich schaue mal ganz kurz, nur weil mich es interessiert, wann Adobe Flash eigentlich abgeschaltet wurde. Supportende von Flash. Oh Gott, das gibt's. Ne, gibt's nicht mehr. Ende 2020 wurde es endgültig abgeschafft, aber ich glaube, im Aufkommen von HTML5 und so, ist es auf jeden Fall schon früher nach und nach so aus dem Internet verschwunden. Naja, wie gesagt, yetisports.org, da kann man das spielen, angeblich. Bei mir hat es nämlich nicht funktioniert. Okay, erste Hürde ist natürlich Flash, aber da habe ich einen Tipp bekommen, wie gesagt, von dir, Merakamin. Und zwar gibt es einen, ja, so eine Art Flash-Emulator, der ist in Rust programmiert, das ist eine Programmiersprache, und der heißt Ruffle und den findet man auf ruffle.rs. Da packe ich auch mal ganz kurz, es ist die Link-Folge heute, packe ich auch mal einen ganz kleinen Link kurz hier in Chat rein. Ruffle ist ein Emulator und den kann man sich entweder einfach so runterladen und dann auf dem Desktop laufen lassen oder man lädt sich ein Add-on runter und das gibt es für Chrome und für Firefox und ich habe das Chrome-Plugin ausprobiert, diese Extension, die gibt es auch ganz offiziell in diesem Chrome Extension Shop oder Store, funktioniert. Nicht mit yetisports.org, keine Ahnung. Das lädt sich irgendwie tot, bleibt hängen und das funktioniert nicht. Aber auch hier gibt es Abhilfe und auch hier kommt die Abhilfe vom gleichen Menschen, der mir auch die anderen Links gegeben hat, also den Link zu diesem Ruffle-Emulator. Und zwar die Abhilfe ist einfach archive.org. Da gibt es nämlich die ganzen Original-Flash-Files. Und ja, mit denen kann man das alles spielen. Und ich würde sagen, lasst uns doch mal direkt das Original erste 2004er Yeti Sports mal anschauen. Achtung,
Wir haben es hier wirklich mit was Altem zu tun, also so Flackersachen und so. Wenn ihr vielleicht empfindlich seid, was Epilepsie angeht oder ich sag mal Classic-Render-Grafiken, dann jetzt einfach ein bisschen vorsichtig sein, vielleicht einen kleinen Piccolo trinken und schön zurücklehnen. Das hier ist Yeti Sports 1 und diese ganzen Yeti Sports Games, die hatten immer noch so lustige Untertitel. In dem Fall war das der Pingu Throw, also der Pingu Weitwurf. Und ja, ich würde sagen, können wir einfach mal eine Runde spielen. Ne? Okay, ich hoffe, ihr habt die Soundeffekte gerade schon richtig gut gehört. Hi, Sascha Humba, grüß dich. Ich hoffe, ihr habt die Soundeffekte gerade schon richtig genossen. Hintergrundmusik gab es damals nicht, 2004, aber es gab ein paar richtig ausgefuchste Soundeffekte. Und ich sag mal, man muss hier auch mal schauen, was es für richtig coole Details gibt. Also wir haben hier Bäume, wir haben hier einen Farbverlauf im Hintergrund, wir haben hier wirklich, ich sag mal, ein 2004er Classic Rendering von dem Yeti, wir haben den Pinguin, der sich gleich in den Tod stürzt, und wir haben hier noch einen, ich weiß nicht, ein Tribute an Reinhold Yeti. Man steuert das ganze Spiel einfach mit der Maus oder mit dem Touchpad natürlich heutzutage. Und du musst eigentlich nur zweimal klicken. Du klickst einmal, dann springt der Pinguin in den Tod. Du klickst ein zweites Mal und dann, naja, schaut es euch einfach mal an, was dann passiert. Ja, man schlägt vorbei, weil man eine schlechte Reaktion wie ein 42-jähriger Boomer hat, so wie ich. Dann passiert gar nichts. Oder man konzentriert sich, man versucht wirklich eins zu werden mit dem Yeti einfach. Du brauchst das Yeti-Mindset wahrscheinlich, damit das richtig gut funktioniert. Und ich konzentriere mich. Geil. Und ich habe 204,7 Meter. Oh, geil. Sascha Humba, ja, ich kenne das auch. Also ich sag mal aus ähnlichem Kontext. Man hatte was zu tun. Es gab da zufällig irgendwo einen Computer. Und anstatt das zu tun, was man tun sollte, hat man Yeti Sports gespielt. Übrigens, wenn ihr Bock habt, spielt das selber. Ihr braucht euch nur diesen Ruffle.js RS-Emulator installieren für Chrome beispielsweise. Also ich habe Brave, das ist so ein Chrome-basierter Browser hier. Und dann kannst du es einfach im Browser spielen. Und ja, gucken wir mal, was wir da noch an Highscore rausholen. Also jetzt 204 Meter. Ich bin aber nicht richtig warm. Ich hab's gesagt, ich bin nicht richtig warm. Und ja, nochmal daneben. Scheiße, das ist echt. Es gibt so eine ganz leichte Verzögerung. Es gibt so eine kleine Verzögerung. 207. Okay, da muss noch ein bisschen mehr gehen. Und. Alter, 189. Es ist wirklich schwieriger, als es aussieht. Oh Gott. Okay. Oh. 194. Und? Ah, zu flach. Oh. 277. Okay, anscheinend Retrogenator. Spricht man das so aus? Wie spricht man deinen Namen aus? Ich bin ja leider kein Naturtalent, was Namen angeht. Aber flacher, okay, ich versuch's mal flacher, vielleicht ist das wie mit so einem Stein auf dem See, dass der einfach so über den See drüber schnalzt, oder? Ja, flacher, okay. Ich glaube, das war zu flach, oder? Okay. Es ist Präzisionsarbeit. Okay, der war auch ein bisschen flach. Ich glaube, so ein Zwischending ist vielleicht ganz gut. Okay. Okay. 248. Also ich sag mal, die 300, die wären schon geil. Ach, zu flach? Ja, ich bin halt ein Typ der Extreme. Entweder zu flach oder zu steil. Na, nochmal zu flach. Okay. Hui. Und. 276. Wird gesprochen wie geschrieben. Retrogenator. Okay.
Aber weißt du was, Retro-Ganado, wenn der Christian heute nicht da ist, dann kann ich mal den Chat auf den anderen Monitor schieben, dann verrenke ich mir nicht meinen Hals. Mega. Hey! Also Christian, falls du das später noch hörst, das hat nichts mit dir zu tun, aber es ist voll entspannt, wenn man sich nicht immer so verbiegt hier. Okay. 276. Okay. Und. Ah. 277,6, okay. Glaubt ihr, dass man da... Oh, 283. Die Hand Gottes, hey, wird langsam warm. Damals war es so einfach, in die ganzen Flash-Spiele zu kommen. Irgendwann wird dann eine Fireball installiert. Ja, das ist, ich sag mal, ganz am Anfang, da herrschte halt auch im kompletten Internet noch so freier, so wilder Westen irgendwie. Also man hat sich da nicht so viele Gedanken drüber gemacht, man konnte damals ja echt einfach noch viel einfach mal ausprobieren oder machen, ohne dass es jemand merkt oder was Böses ahnt. Ich weiß noch, dass ein Kumpel von mir, der hat damals bei einem Icy Tower, sagt mir gerade spontan nichts, das muss ich gleich mal... Das muss ich mal googeln. Kumpel von mir damals bei einer Firma gearbeitet und bei der wurden dann auch ganz viele solche Spieleseiten und so gesperrt. Das war ein großer Konzern. Und er hat sich dann irgendwie so einen kleinen Proxy-Server installiert auf einem privaten Server, den konnte er erreichen und darüber konnte er sich dann den ganzen Scheiß während der Arbeit reinziehen. Also, also super kreativer Typ, da hat sich das Informatikstudium bei dem damals auch echt gelohnt. Okay, Alter. Komm, die 300, die wären schon ganz cool. Hui. Und? 311, aber ich find's geil, dass dieses uralte Flash-Spiel ruckelt. Das ist schon nice. Okay, aber... Habt ihr eine Ahnung, was für Highscores das dann möglich waren bei Jedi Sports 1? Also wenn ich so 300 schaffe, wahrscheinlich 1000 oder so. Okay, der ist zu steil. Ja, Sascha Humber, hast du einen Link zu Icy Tower? Kann man das noch irgendwo online finden? Ist das so ein Flash-Spiel gewesen? Alte PC wurde immer heiß, wenn du Flash-Spiele gespielt hast. Ja, ich glaube, das lag wahrscheinlich auch daran, dass Adobe Flash oder damals war es ja noch. Oh, wartet mal. Zu dem Zeitpunkt, als 2004 Jedi Sports rauskam, da war das wahrscheinlich ja noch Macromedia Flash, oder? Ich glaube, das wurde später erst irgendwann mal von Adobe aufgekauft. Und das war so super gut programmiert, dass deswegen wahrscheinlich immer so eine kleine Standheizung hattest. Okay, 212. Oh, Alter. Rekord 1564. Das ist aber echt krass. Okay, Ehrgeiz ist geweckt. Ich glaube, es wird heute nicht die historische Nacht, wo hier live der neue Weltrekord in Yeti Sports 1 aufgestellt wird, aber ein kleines bisschen noch. Ich sehe hier auch schon so ein neues Format für unseren Twitch-Channel von Christian und mir. Ich sehe schon so die Yeti Sports Olympiade, die wir online mal nachspielen müssen. Okay, man kann Icy Tower downloaden oder laut chip.de versucht der Installer AdWords zu installieren. Okay, ich schreibe mir das mal direkt ganz kurz auf hier in meinen kleinen Notizblock. Und schau die Tage mal, ob man da vielleicht eine Version irgendwo online oder so findet, wo man keine Adware irgendwie braucht. Weil so alte Sachen, ich muss das mal angucken, der Name sagt mir spontan nichts, aber wenn das so ein Zeitfresser von früher war, ist die Wahrscheinlichkeit nicht so klein, dass ich das auch mal gespielt habe. Okay, also 315, bisschen was geht noch, oder? Ah, fast. Also...
Okay, Flash-Version. Ich überlege auch die ganze Zeit, was ich auch mal sehr, sehr, sehr zeitintensiv damals gespielt habe. Und ich glaube auch, dass das eine Flash-Version war. Das war einer von diesen ersten Tower-Defense-Klonen, die es gab. Ich meine, da gab es ja mal so diesen Boom, wo es unzählige Varianten gab von den Tower-Defense-Games. Aber ich kann mich erinnern, dass ich auch so, das müsste auch während dem Studium oder so gewesen sein. Das heißt, irgendwann mal Mitte der 2000er vielleicht, dass ich mir irgend so einen Klon hatte, den ich richtig viel gespielt habe. Okay, 277. Kommt 350, wäre mega. Okay, einer noch und. Es gab auch ein schönes Zombie-Spiel, The Last Stand. Ich kenne nur The Stand von Stephen King, dieses Buch. The Last Stand. Ja, das sagt mir nichts. Oh, ich habe einen Grafikfehler, geil. Deswegen habe ich, nicht getroffen, ey. Okay. Ach komm. Und. 201. So. Okay, ich überlege gerade und vielleicht könnte man ja dann tatsächlich mal zum nächsten gleich rüberwechseln. Könnte man noch ein, zwei Treffer, wollte ich fast schon sagen. Ein, zwei Versuche. Ne. Okay. Komm, einer noch. Einmal noch treffen. Ey. Yeah. Okay, 195. Topscore beim ersten war jetzt 315,9. Das muss ich mal ganz kurz für die Nachwelt hier dokumentieren. 315,9. Okay, dann schaue ich mir mal das nächste an. Genau, das ist übrigens jetzt die Seite einfach bei archive.org. Und da gibt es die ganzen Flash-Files halt, die kann man einfach so spielen. Es gibt noch eine Special Edition vom Pingo Throw, aber ich würde einfach sagen, lasst uns doch mal eine kleine Zeitreise oder die Zeitreise mal fortsetzen und zwar zu Teil 2. Was ich übrigens auch ganz geil finde ist, hier gibt es schon Hintergrundmusik, hört ihr die? Wahlgeschrei, geil. Was ich ganz geil finde ist, dass die für jeden Teil so einen kleinen, so einen kleinen Untertitel irgendwie hatten. Das finde ich ganz nett eigentlich. So. Gut, dann Orcas Lab. Also hier ist ja schon eine richtige Anleitung dabei. Also der Yeti wirft einen Schneeball, Maus, Schneeball werfen, Maus, Cursor, Position, die Richtung anzeigen, wo er wirft. Und der Pingu trifft die Schlagposition, ich würde sagen, probieren wir einfach aus, oder? Als ob wir früher Handbücher oder Anleitungen gelesen haben. Oh, und es gibt hier noch eine Sound, ist auf S, und es gibt einen Boss-Key, B. Und es gibt Werbung, geil. Okay, wer von euch erkennt das Handy? Das ist ein altes Sony Ericsson, oder? Was ist ein Sony Ericsson? Okay. Okay. Also ich kann Schneebälle werfen. Ready? Okay. Und ich brauche wieder ein gutes Timing. Okay. 56. Das ist gar nicht so einfach. Okay, das ist schon ein bisschen, schwieriger. Ist schwieriger als das andere auf jeden Fall.
Oder ich bin schlechter. Das kann natürlich auch sein. Ich bin wirklich mega schlecht in diesem verfluchten alten Spiel. Da spielt man sowas mal 23 Jahre nicht und schon sind die ganzen Skills weg. Gott. Okay, zu früh, zu früh. Bin ich ultra schlecht. Komm, Pinguin. Yeah. Hey, zumindest mal Pinguin getroffen. Ey. Nicht so richtig gut. Aber. Hey, zumindest mal getroffen. Okay. Okay. Yeah. Fast schon das Bullseye. Also. Fast schon das Bullseye. Hey. Zu früh. Bisschen zu früh. Bisschen zu früh. Hm, ganz viel zu früh. Okay. Ja, zu spät. Alles ruckelt jetzt ein bisschen. Okay. Selbst im Jahr 2023 ruckelt Flash ein bisschen. Okay. Ah. Okay, also, was haben wir denn? 358 Punkte. Das ist jetzt nicht richtig gut. Beste Punktzahl 69,5. Ja, probier mal noch einen. Hallo Orca, bist du bereit, mit deiner mächtigen Schwanzflosse die Pinguine da reinzuballern? Yeah, 40. Ah, nicht so gut. Yeah, 60er. Okay. Auch schlecht. Also dieses Spielchen hier kommt mir noch mehr nach... Ja, Mann! Ich nehme alles zurück. Mega Spiel, hey. Wenn man gut ist, wenn man richtig gut ist, hart trainiert hat und halt auch einfach Panther-Reflexe hat, dann ist es ein geiles Spiel. Okay, aber jetzt ist natürlich der Puls so weit oben bei mir, das ist klar. Jetzt geht er nicht mehr viel. An. Komm, hey, die 400 total. Komm. Ah! Frühstart. Okay. Oh. Okay, 397. Ah, ich muss sagen, Pingu Throw, also das erste, das fand ich, das hat mehr Spaß gemacht als das zweite. Das zweite ist mir echt so ein Skillspiel so ein bisschen. Und das erste war eher... Ja, so ein bisschen Glücksspiel. Okay, ich würde sagen, lass doch mal schauen, was sich damals in Yeti Sports 3 versteckt hat. Seal Bounce. Mit krassen 700 Kilobyte. Richtig geile Musik. Ja. Okay, ein kurzer Song, aber wir hatten ja damals nicht viel. Okay, Mausklick, okay, left Mouse Button, Klick oder Klick Hold Release. Boss Key ist B. Wieder Werbung, sieht man nach Nokia aus ein bisschen. Und ich drücke mal auf B direkt. Ach geil. Okay, ernsthafte Frage. Hat jemand Bedarf von einem guten Boss Key? Macht euch einfach ganz kurze Screenshot und gönnt euch den. Also feel free.
Okay, was haben wir denn hier an der Seite? Das ist eine Art Nashorn. Also ich interpretiere mal frei. Wir haben eine Art Nashorn. Wir haben hier so eine Art Titanic-Situation mit Leo und mit Kate. Und der hat hier irgendwas in der Hand. Und ich habe einen kleinen Grafikfehler. Egal. Also ich klicke jetzt mal. Okay, wenn ich klicke, dann holt er mal richtig, richtig aus. Und ich. Okay, wenn ich loslasse, dann. Okay. Yeah! Also das ist so kriminell, das Spiel. Hier fährt schon die Polizei vorbei gerade. Oder der Krankenwagen wegen den ganzen armen Pingus. Okay. Ah, okay. Seal Bounce. Ich bin immer noch überzeugt, dass es das so eine Art Nashorn ist, aber wahrscheinlich ist es, das ist irgend so ein anderer Meeresbewohner. Aber da kannst du so flippermäßig wegbouncen. Okay. Okay. Ja, Mann. Ach. Okay. Falsche Richtung. Juhu. Geil. 92,5. Mega. Ready. Hui. Geil, 166. Okay, der Yeti, der hat natürlich richtig viel Power. Es ist ein Yeti. Kennt ihr übrigens diesen alten dummen Yeti-Witz? Treffen sich zwei Yetis, sagt der eine zum anderen: Hey, ich habe gehört, hast du auch schon gehört, irgendwie von Reinhold Messner? Glaubst du, den gibt's? Okay, der ist aber genauso alt wie dieses Spiel. Der Yeti hat Power, aber ich glaube, die Kunst ist dann diese Bouncer hier irgendwie zu treffen, wahrscheinlich wie beim Flipper. Okay, aber so macht man es nicht. Aber du kannst sie doch niemals gezielt irgendwie erwischen, oder? Eine Frage, die ich jetzt im Kopf habe, ist natürlich. Das ist ein Spiel, wo man im Laufe der Zeit durch viel Übung besser wird. Und das kann eigentlich ja nur eine Sache bedeuten. Das kann eigentlich nur bedeuten, dass da draußen irgendwo mal eine Weltmeisterschaft war. Es gibt für jeden Quatsch gibt's eine Weltmeisterschaft. Für alles, wo Menschen irgendwie trainieren können, um ein kleines bisschen besser zu werden, gibt's immer eine WM. Und ich frage mich, gab es jemals eine richtige Yeti-Sport-Weltmeisterschaft oder ist das was, was man noch immer mal nachholen muss? Yeah! Oh, yeah. Okay, Kerzengrad hoch, das ist kein Kopf. Okay, warte mal. Retrogenador Highscore 482. In dem Spiel gerade, in Yeti Sports 3, von dir. Also, das ist krass. Ah, okay. Weltrekord, dachte gerade schon. Ready? Ich finde diesen Emulator übrigens mega gut, weil der ist so authentisch, weil er sich ab und zu einfach verschluckt. Yeah! Wow, 181, ey. Leute, wie krass. Mega. Okay. Der Yeti ist einfach so unglaublich dumm. Okay. Der ist nicht gut. Ah, unter 100. Okay, ich klicke nur einmal an. Er dreht hier und ich klicke nochmal und er macht jetzt einfach den Release, oder? Yeah! Oioioioioi! Leute! 236. Und was schreibst du? Heiß. Oh. Leute, was ist jetzt los? Die Hand, der Finger Gottes war das gerade. Der Yeti-Finger Gottes. Krass. Scheiße. 365. Also, das ist ja. Das ist ja kurz vor der Weltmeisterschaft hier. Kurz vor Weltrekord. Wie funktioniert das mit dem Guinness-Buch jetzt? Also, reicht ihr als Zeugen? Wahrscheinlich schon, oder? Okay. Ich mache die gleiche Technik nochmal. Ich lasse ihn erstmal richtig, richtig ausholen.
Und klick drauf. Okay. Okay, hat nicht funktioniert. War. Das war einfach ein Lucky Shot. Ja, Sascha Humber, ich glaube, besser wird es wirklich nicht. 365. Da kann ich echt zufrieden sein. Gut, einmal noch Boski. Mega. Das sieht immer anders aus, gell? So ein bisschen, oder? Okay. Gut, dann würde ich sagen, was sagt die Uhr? Oh, ein bisschen geht noch, oder? Shockwave Flash. Albatros Overload. Lasst mich mal ganz kurz überlegen. Weiß ich noch, was sich dahinter verbirgt? Nö. Und das Geile ist an dem Spiel, das kann ja alles Mögliche sein, weil alles so absurd ist. Und wir haben hier 870 Kilobyte reinste Spielvergnügung. Das wird immer ein bisschen mehr. Also Yeti Sports 1 hatte nur läppische 262. Yeti Sports 2 schon 662 Kilobyte. 740. Und jetzt 840. Wow. Nee, 870 sogar. Crazy. Okay, ich bin bereit. Das ist geil, Jedi macht eine Weltreise. Raus aus der Arktis und jetzt ist er einfach in Australien. Gibt es in Australien Pinguine? Ich weiß es nicht. Gibt es nicht in Südafrika Pinguine? Ich glaube schon, oder? So Süßwasser? Nee, nicht so Süßwasser, so, keine Ahnung, Warmwasser-Pinguine? Naja. Okay, Albatros Overload. Okay, wichtigstes Ding ist wieder B.S. Boski. Oh, und die Anleitung, die wird immer mehr. Es ist halt einfach, es wird komplexer, das Spiel. Okay, Left Mouse Button. First Click, erster Klick, Pinguin zum Albatros werfen. Jeder weitere Klick, Flap Albatros Wings. Okay, der Albatros schlägt mit den Flügeln. Das Ziel vom Spiel ist, den Pinguin so weit wie möglich transportieren. Okay, und es gibt auch noch Tipps. Erster Tipp, Flapping Wings near ground is more efficient than flapping wings high in the sky. Also, okay, tief fliegen. Und zweiter Hint, avoid flying too high, bad winds there. Okay, aber ist geil, oder? Erster Tipp, flieg einfach ganz schön flach, das ist effizienter. Zweiter Tipp ist, flieg nicht zu hoch. Okay, let's do it. Okay, gibt es auch eine mobile Version? Perfekt. Ey, und die Yeti World Tour, okay. Wir haben uns hier durchs ewige Eis durchgekämpft und sind jetzt hier in Australien. Und mir kommt der Verdacht, dass man sich diese Idee, dieses Konzept der Weltreise erst genau hier ausgedacht hat. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber es ist ein Gefühl einfach. Okay, ganz kurz. Oh, mega. Der Yeti-Antivirus. Voll gut, ey. Und Last Detection Board A in File Freesale.exe. Ja, Freesale kenne ich noch von Windows. Noch viel gespielt früher. Okay. Also, die Albatrosse. Okay, ich mache jetzt einfach mal. Pingu ist hier oben. Okay. Boah, das ist ja wirklich ein krasses Game. Hey, ich habe Albatros Power. Jeder Flügelschlag kostet Kraft. Okay. Boah. Das ist auf so vielen Arten absurd, dieses Spiel. Aber cool. 798. Wenn ich es beim ersten Mal so weit geschafft habe, dann ist es entweder richtig krass oder absoluter Durchschnitt. Ready? Oh. Okay. Zweiter Schwierigkeitsgrad, dann musst du einen blöden Albatros erwischen. Okay, ich versuche mal in dem blauen Bereich da zu bleiben. Okay, leicht verbessert. 830. Okay. Ready? Ist ausbaufähig. Ready? Aber die haben ja gesagt, da oben hat es einfach Bad Winds.
Und, bisschen mehr. Na, 834, 4 Meter verbessert. Okay. Nicht verbessert. Mega. Ich kann's also noch. Okay. Okay, was ist das eine gute, was ist eine gute Strategie? Wenn ich höher bin, dann kann ich nach unten gleiten. Und in der Zeit kann sich natürlich der Kamerad Albatros wieder so ein bisschen erholen. Okay, jetzt hat er richtig viel Albatros-Power. Jetzt hat er keine Albatros-Power mehr. Okay. Ready? Aber wenn ich da 800 schaffe, dann ist ja wahrscheinlich der Rekord bei so 2.000, 3.000, oder? Ready? Ich könnte mal probieren. Machen wir 2-3 Flügelschläge, wieder ein bisschen hoch. Er ist jetzt nicht die beste Strategie. Okay. 740. Hey. Highscore fast. Alter, das ist nicht dein Ernst, oder? 4900. Ey, da stützt mir direkt hier der Albatros ab. Okay, krass, aber wie schafft man das? Es gibt da sicher Videos auf YouTube, oder? Von solchen Freaks, die einfach so die letzten 10 Jahre investiert haben, um den Weltrekord hier bei Jedi Sports 4 zu schaffen. Mega. Ich glaube, du brauchst auf jeden Fall einen richtig alten Retro-Rechner mit dem Original-Flash von damals, weil hier manchmal ruckelt es ein kleines bisschen. Und die Power ist weg. Okay, oben bleiben ist aber auch nicht gut. Also ich probiere es nochmal. Ready. Krass, ist mir unbegreiflich, wie man hier 5000 Punkte kriegt. Das ist mir wirklich unbegreiflich. Okay. Ne. Okay, 551. Ich würde mal Folgendes sagen. Ich muss mal nochmal den Boss-Key angucken. Ist er immer. Ah, die Antivirus immer noch am Start. Ich würde sagen, ich schaue mir mal Flamingo Drive an. Teil Nummer 5. Flamingo Drive. Okay. Amanda, away to you! Krass. Okay, was kann man machen hier? Left Mouse Button, First Click Define Angle und Second Click Define Power. Okay, Winkel und Power erinnert mich ganz arg an, kennt ihr noch Gorilla Bass von DOS früher? Bei DOS war doch QBasic dabei und eins der Demospiele war Gorilla Bass. Das war, gibt es die Kategorie Gorillaspiel? Das war so was Ähnliches wie Ballerburg, nur mit so Gorillas, die sich mit Bananen beworfen haben. Und ich glaube, da muss man auch immer einen Winkel eingeben, wie der Gorilla die Banane wirft und angeben, wie stark er die wirft. Und das habe ich gespielt. Also Frage, ob ihr es kennt. Ansonsten, ich schaue mal ganz kurz auch hier nach einem Link. Das Geile an Gorilla Bass war nämlich, dass das halt jeder auf dem Rechner hatte.
Und ich glaube, das hat sogar noch Bill Gates mitprogrammiert damals. So, ich muss mal ganz kurz schauen. Okay, droppe ich mal ganz kurz den Link. Also das hier ist die Wikipedia Gorilla Bus und ich schaue mal ganz kurz nach einem Foto. Es war so eine generierte Stadtansicht war das. Wartet mal ganz kurz. Ah, hier ist der Link. Also wenn ihr euch den Screenshot anguckt, wenn ihr das Spiel kennt, erkennt ihr das sofort. Der Mann als weiße Gorillas. Und wie gesagt, das war auf jedem DOS-Rechner dabei, ab DOS-Version. Okay, jetzt muss ich schauen, ich habe es natürlich nicht im Kopf. Aber wahrscheinlich ab DOS-Version, weiß ich, 4 oder so. Ne, ab 5, genau. Gorillas, das Computerspiel, war ab Version 5 dabei. Und das konntest du halt immer spielen. Und als ich eine Ausbildung gemacht habe, ich habe, lasst mich mal überlegen, 1998 angefangen, eine Ausbildung zu machen. Als Elektroniker damals. Und da hatten wir auch so ein paar Computer im Ausbildungsbetrieb stehen. Und mit denen sollten wir eigentlich so elektronische Steuerungen programmieren und solche Sachen machen. Und ich kann mich erinnern, dass wir da richtig, richtig viele Stunden investiert haben in dieses Spiel. Und dass wir am Schluss hat es keinen Spaß mehr gemacht. Weil wenn du das einfach mal 100 Stunden spielst, dann hast du halt immer im Kopf, was du eingeben musst, damit du den anderen triffst. Und da ging es bei uns immer nur darum, der, wo beginnt, der gewinnt. Weil man immer genau wusste, ah, 12er Winkel, 17er Stärke, ja, passt. Mega. Gorillas. Echt ein Klassiker. Okay. Aber back to the game. Okay. Ist vielleicht eine Huiuiui. Ich frag mich ja, ob Yeti Sports damals gesponsert wurde. Oh, und ich sehe, dass hier gerade ein Stückchen hier vom Bildschirm fehlt. Dieses Spiel ist schon der Widescreen fast. So. Ich frage mich ja, ob Yeti Sports da gesponsert wurde. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. The New Dual Frontend. Wow, krass. Okay. Die World Tour geht weiter. Klar, nach drei Stationen im ewigen Eis. Kurzer Zwischenstopp hier in Australien und jetzt sind wir schon in Afrika. Mega. Also Animationen weich wie Butter. Geil. Okay, erster Klick ist. Okay, was mache ich hier eigentlich? Ich habe einen Flamingo als Golfschläger. Oh Gott, ist das absurd. Ich habe einen Flamingo als Golfschläger. Okay, ich habe hier unten den Bereich. Hier hinten ist ein Elefant. Hier bin wahrscheinlich ich. Genau, hier ist die Giraffe. Und da sind andere Tiere. Ich muss das Ding rüberwerfen. Okay. 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 Erste Schikane ist natürlich jetzt schon mal. Ah, ich spiele von hier weiter. Okay. Das heißt, ich kann. Okay, ist ein richtiges Golf. Geil. Okay, natürlich kommt der Geier vorbei. Easy. Klar. Natürlich kommt hier die nächste Schlange. Okay. Ready? Okay, kann ich es jetzt an dem Baum vorbeischießen? Okay, wow. Das heißt, ich bin hier, ich muss über den Baum rüber. Das heißt, ich brauche einen relativ steilen Winkel und ich brauche Power. Und es kommt natürlich ein Geier. Der trägt mich weiter. Oh, hier ist schon wieder eine Schlange. Und jetzt bräuchte ich nochmal, ja, so einen mittelsteilen Winkel wahrscheinlich, sowas. Und viel Power. Aber wenn ich zu hoch werfe, kommt der. Wow. Habt ihr das gerade gehört? Habt ihr das gerade gehört? Game over, sagt er. Oh, und ich sehe gerade, euch fehlt ein kleines bisschen Information. Denn diese verflixten Flash-Spiele hatten hier eine unterschiedliche Größe. Wartet mal, ich muss das Bild ein bisschen größer machen. Eieiei. Denn hier unten, am unteren Teil vom Screen, da sieht man nämlich noch den ganzen Curse hier. Also was hier an
an den ja, Schikanen und Hindernissen aufgebaut ist. Okay. Ready? Also, was brauchen wir jetzt? Steiler Winkel, damit wir hier drüber kommen. Oder sehr flacher Winkel, dass man durch die, unter die Beine schießen kann. Ich probiere mal einen sehr flachen Winkel, aber dann mit Power. Okay. Okay, okay, wow. Okay, das ist ein Elefant. Ich würde sagen, ich kann dem Elefant wahrscheinlich auch durch die Beine schießen. Ah, nee. Kann ich nicht, nee. Okay, aber dann brauche ich jetzt einen extrem steilen Winkel. Sowas. Und so moderate Power, dass ich hier drüber komme. Und Schlange. Okay, geil. Okay, kennt jemand von euch Line Rider? Auch hier sagt mir der Name nichts, aber hast du vielleicht ein Bild oder so, wo du mal einen Link reinpacken kannst in den Chat? Bin immer super schlecht, wenn es irgendwie um Namen so geht. Okay, Pingu. Yeah, wow, 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 wow. Okay, geil, geil. Noch eine Schlange, okay, okay. Leute, 871 Punkte. Mega. Ready? Ich bin mega ready. Was kommt jetzt noch? Jetzt kommt eine Schlange und dann ein Baum. Okay. Ah, verflixt. Ja, das war so semi-geil, würde ich sagen. Ah, shit, ey. Oh, Mann. So, deine. Game over. So, Line Rider. Nee, ich habe gerade das Bild mal angeschaut. Das sagt mir gar nichts. Line Rider. Ich kann mich noch an ein anderes Spiel erinnern. Das habe ich auch so Mitte der 2000er gespielt. Da ging es darum, dass man, das war so eine ganz einfache Strichgrafik. Und man konnte da mit dieser Strichgrafik über solche Abgründe oder Schluchten konnte man Brücken bauen. Und man konnte dann mit der Strichgrafik halt quasi so zusammenklicken, wo ist es da so ein Pfeiler oder wo ist eine Stütze. Und wenn man fertig war, fuhr über diese Brücke dann ein Zug drüber. Und dann hat man dieser Grafik, ich glaube, das war echt nur schwarz-weiß, also so weiße Striche auf schwarzem Hintergrund, da fuhr dann dieser Zug drüber und dann hat man gesehen, dass sich diese Striche halt so verfärben, je nachdem, wie die Kräfte da wirken. Und meistens ist die Brücke irgendwann zusammengebrochen. Und das war ein ziemlich cooles Spiel. Das muss so Anfang, Mitte der 2000er gewesen sein. Mal überlegen, wie das hieß. Ich weiß aber nicht mehr, ob das ein Online-Spiel war. Ich glaube, das war was zum Runterladen, aber es war ein lustiges Spiel. Okay, ja, Jedi Sports 5. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie es geht. Bei uns erstes flacher Winkel. Ah. Oh, der ist schon fast zu steil. Wobei, geht noch. Ja. Okay, es heißt hier eigentlich, wenn man mal strategisch vorgeht, flacher Winkel und ein bisschen mehr Power, damit man die Schlange noch mitnimmt. Hier jetzt ein bisschen mehr Power. Bitte lass mich drüber. Ja. Okay. Erwische ich die Schlange? Ja! Okay. Der Pingu surft da einfach durch. Okay, ich bin hier. Ich schaff's niemals über die Giraffe rüber. Also was mache ich jetzt? Flacher Winkel und die Schlange erwischen? Oder doch eher so ein mittelsteiler Winkel, dass wir irgendwo hier ankommen. Ich probiere mal so einen mittelsteilen Winkel. Sowas. Und vielleicht so viel Power. Ah, ja. Geil. Ja, Mann. Oh,
Was der Tierschutz zu Jedi-Sports sagt, ich glaube im Jahr 2004 hat er noch nicht so viel gesagt. Aber die Bilder, also diese Tiere sind so schlecht gerendert, also ich glaube, da dürfte es eigentlich heute auch gar kein Problem geben. Ready? Ich wollte mal ganz kurz den Boss-Key ausprobieren. Yeti Sports, did you mean Youth Sports? Okay. Also, wir sind hier und richtig geil wäre es, wenn man die Schlange trifft. Das heißt, eher mittelstarker Winkel und so eine bisschen größere Power. Okay, also vielleicht so ein Winkel und so eine Power. Okay, das war zu wenig Power. Egal. Okay. Und jetzt würde ich hier sagen, ich brauche echt einen steilen Winkel, dass ich jetzt über den Baum drüber komme. Und zwar ungefähr sowas. Und da brauche ich jetzt auch echt Power. Ja. Ja. Ja, Mann. Die 1000 geknackt. Geil. Bedeutet aber... Game over. Wenn ich hier 1000 Punkte mache, dann gibt es da draußen Leute, die machen wahrscheinlich 8000 Punkte. Indem sie diese ganzen Schlangen ausnutzen und alles. Crazy. Okay. Ich würde noch eine Runde spielen. Und ich glaube, dann könnte man beim nächsten Mal die anderen 5 plus die ganzen Special Editions nochmal anschauen. Ja! Ach komm. Ah, das ist echt doof, ey. Ready? Okay. Das heißt, da brauche ich ja locker so eine Power hier. Yep, das ist ungünstig. Das ist wirklich ungünstig. Ich weiß gar nicht, ob ich da so steil drüber komme. Ready? Okay, ja. Da. Ready? Okay. Also, was schaffe ich? Steil drüber auf gar keinen Fall. Flach, so dass er vielleicht hier irgendwann mal noch zum Kullern kommt und noch durch die Giraffe durchkullert. Ja, ich glaube, das ist machbar. Klassische Cooler Action. Yeah. Wie geil. Okay. Nein. Ich hasse diesen Pinguin, hey. Oh Gott, Alter. Also ich habe mich gerade wirklich schon bei 1500 Punkten gesehen. Ehrlich. Aber dieser Boomerang-Pinguin, der hat einfach keinen Bock. Okay. Das, dieses Spiel ist so absurd. Okay. Also, was schaffe ich jetzt noch? Komme ich über den Baum drüber? Vielleicht mit so einem Winkel und einer richtig guten Power. Ah, der wirft mich ab, oder? Ja. Aber trotzdem gut. Oh, Game over. Game over. Und weil es ein Pinguin Boomerang war, dann entlasse ich euch in die Nacht mit dem tollen Lied Boom Boom Boomerang von Blümchen, weil ich glaube, der dürfte ähnlich alt sein, oder? Und wenn ihr die Spiele damals gespielt habt, dann kennt ihr den sicher noch. Schau mal, von wann der ist. Da. Der ist, okay, der ist noch älter, verflucht. Der ist von 96, okay. So viel zum Thema Jedi-Sports. Mich würde natürlich interessieren, von den ganzen Spielen, von den 5 von heute, welches hat euch damals oder heute am besten gefallen? Und generell,
Macht es euch Spaß, sowas mal nochmal zu erleben, so alten Kram von früher? Und falls ja, freue ich mich natürlich auch immer über Vorschläge für andere alte Games, weil ich bin jetzt, da ich diesen Flash-Emulator entdeckt habe, bin ich total wieder gehuckt von dem ganzen alten Flash-Kram. Und ich sag mal, da gibt's einiges. Also Vorschläge super gern, entweder hier im Chat oder natürlich bei uns im Discord. Und das allererste war am erträglichsten. Yep, finde ich auch. Also ich muss sagen, das erste hat Spaß gemacht. Ich fand jetzt auch das Golf ganz okay, aber dazwischen, die waren echt, die haben nicht so mega viel Spaß gemacht. Deswegen, ich bin echt gespannt, was da noch alles kommt. Und ich schaue mir mal Line Rider an. Das habe ich mir direkt, warte, ich kopiere mir das mal noch ganz kurz hier auf meine Merkliste. Und Icy Tower. Ich bin quasi geflasht. Ja, Icy Tower und Line Rider, den schaue ich mal an. Und ich wünsche euch was. Und wir sehen uns in diesem Internet bald. Macht's gut und kommt gut durch den Freitagmorgen. Ciao.